Diese Sendung wird präsentiert von Valiant. Wir sind einfach Bank. Und familienleben.ch. Familienzeit. Zeit für Träume, die im hektischen Alltag zu kurz kommen. Die Anne Hodler besucht Familien, die auf einer Bucketlist ihre Herzenswünsche aufgeschrieben haben. Sie hört von den Problemen, die im Weg stehen, und holt sich darum bei Experten wertvolle Tipps ab, damit Familien wieder mehr Zeit ihren Träumen und Wünschen widmen können. Ich bin in Muhe auf dem Weg zur Familie Munz. Daniela und Martin haben sich vor 12 Jahren lernen kennen und sind heute Eltern von 3 Kindern, Lukas, Sarah und Tabea. Martin arbeitet Vollzeit als Berufsoffizier und bis vor 6 Monaten hat Daniela Teilzeit in der Pflege gearbeitet. Den Beruf und den Familienalltag unter einen Hut zu bringen, ist keine einfache Aufgabe. Und darum hat sich Daniela vor 6 Monaten für eine Auszeit vom Arbeiten entschieden, um sich Zeit für die Familie zu nehmen. Während ich noch unterwegs bin, ist die Familie Munz all das, was sie gemeinsam noch erleben wollen, auf ihrer Bucketlist am Festhalten. Mein Name ist Martin, bin 42 Jahre alt, bin Berufsoffizier und ich würde gerne mal die Via Alta Valle Maggia, das ist eine Höhenwanderung im Tessin, mit dem Lukas machen. Ich bin Daniela Munz, ich bin gerade 40 geworden. Ich bin gelernte Pflegefachfrau, habe 3 Kinder und auf meiner Bucketlist steht, dass ich gerne ein aktuelles Fotoshooting mit der Familie habe. Ich bin der Lukas, ich bin 8 und ich möchte gerne nächstes Jahr ins Brücklife gehen. Ich bin Sarah, ich bin 7 und möchte gerne ins Legoland. Ich bin Tabea, bin 3 Jahre alt und werde auf Gumpiburg. Mir nimmt es Wunder, wie sich Martin und Daniela mit dem Thema Wiedereinstieg in den Beruf und der passenden Kinderbetreuung auseinandersetzen und ob sie sich ihr Leben mit Kind anders vorgestellt haben. Daniela, Martin, wie waren eure Vorstellungen von einer Familie mit Kind, bevor die Kinder wirklich da waren? Ruhig und harmonisch haben wir uns das vorgestellt. Nein, also für mich war eigentlich immer klar, dass es gehen sollte mit Kind, damit beide weiterhin arbeiten können. Insbesondere auch, wenn da der Wunsch ist von beiden, dass das beide machen können. Und so haben wir sie dann am Anfang auch gehabt. Ich habe geschafft bis vor einem halben Jahr, auch mit 3 Kindern. Ja, das haben wir umgesetzt. Es war einfach anders zum Umsetzen, als ich gemeint habe, dass es ist. Also ich habe mir das viel leichter vorgestellt und habe mir andere Probleme gesehen, als ich das schlussendlich im Alltag hatte. Also die Kinder machen nicht das geplant, wie ich das gerne hätte. Also das Unplanbare. Ich glaube, so wirklich ein Bild, wie es dann ist, wenn du 24 Stunden, 7 Tage in der Woche Kind hast, das haben wir uns nicht realistisch gehabt. Nein. Du hast ja bis vor kurzem noch gearbeitet. Was war der Grund dafür, dass du gefunden hast, jetzt bin ich Vollzeit-Mami? Sarah ist in die Schule gekommen. Sie ist in die erste Klasse gekommen. Sie ist sehr jung. Sie ist wirklich gerade 6 geworden in die erste Klasse gekommen. Und mit ihr aufzugehen zu machen, wenn ich müde war vom Arbeiten, dann noch. Sie hat nicht wollen, sie war müde. Ich habe gemerkt, ich habe einfach keine Nerven für das Ganze. Und hatte dann so das Gefühl, ich habe keine Nerven, weil ich zu viel im Arbeiten geben. Also, dass ich wie zu viel Energie am falschen Ort abgebe. Dann gab es nur noch die Variante, also mal stoppen, arbeiten aufhören und dann mal in Ruhe schauen. Und ich habe mir auch so eine Deadline gesetzt, 6 Monate bleibe ich daheim, komme, was wolle. Weil ich wusste, nach 2 Wochen würde ich mit wehenden Fahnen wieder arbeiten. Das Grundproblem ist so wie die 2 Seelen in der Brust, sagt man doch einmal.
die eine Seite ich als Person, als Frau mit meinem Fachwissen, mit meinen Interessen, die gerne weiterkommen im Job. Und dann die andere Seite oder der andere Teil, der ein Kind hat, wo weiss, dass das Kind die Mutter braucht oder eine Betreuungsperson, die Stabilität braucht. Man hat also seine Erwartungen an sich selber. Und dann so zu merken, ich stehe mir selber dann auch wieder im Weg. Also wenn ich das eine durchbringe und das Gefühl habe, das ist super, dann ist es so wie der andere Teil, der sagt, hey, nein, jetzt komme ich zu kurz, jetzt kommen die Kinder zu kurz. Und wie werde ich beidem gerecht? Wie man in einer solchen Situation vorgehen kann, weiss Kinder- und Jugendpsychologin Aline Caters. Eine Auflistung von Pro und Contra, wenn man vor so einer wichtigen Lebensentscheidung steht, bringt die Möglichkeit, sich wirklich ganz konkret bestimmte Sachen zu überlegen. Was ist mir wichtig? Was sind meine Bedürfnisse? Oftmals ist es, gerade wenn es um den Familienalltag und die Bedürfnisse der Kinder geht, für eine Mutter oder für Eltern gar nicht so einfach, das auseinanderzuhalten. Da sind sehr viele Emotionen im Spiel. Und so eine Pro- und Contra-Liste gibt einfach einen Überblick, wenn man konkrete Auflistungen hat von ja, Argumenten, die eben dafür oder dagegen sprechen. Ich möchte mit Martin und Daniela eine Übersicht erstellen. Ich möchte wissen, was für und was gegen einen Wiedereinstieg in den Beruf spricht und was für Veränderungen Daniela ihre Auszeit mit sich gebracht hat. Einerseits ist es viel einfacher geworden, weil alles ist durch sie organisiert worden. Ich musste weniger machen. Andererseits habe ich auch gemerkt, dass ihr das Stück weit auch fehlt. Das Arbeiten, der Austausch im Geschäft mit solchen, die das Gleiche machen wie sie. Und vielleicht manchmal auch eine gewisse Unzufriedenheit am Tag war. Daniela, wie sieht es aus, wenn ich dich genau jetzt frage, gehst du wieder arbeiten, ja oder nein? Ja, ich gehe wieder arbeiten. Ich weiss jetzt noch nicht, wann und wie und so, aber ja, das zeichnet sich ab. Hallo, Mami. Macht ihr euch aber auch Gedanken wegen den Steuern? Nein. Ich habe vorher zwischen 40% und 60% immer gearbeitet. Und es ist wahnsinnig, was wir natürlich an Kinderbetreuung gezahlt haben. Also, wenn wir anfangen zu schauen, was kostet das bei der Kinderbetreuung, was hält es dann bei den Steuern noch mehr ein? Dann sind wir irgendwann an dem Punkt, wo wir sagen, es macht keinen Sinn. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen müssen, ja, der Aufwand hat sich total rendiert für das, was am Schluss rausgeschaut hat, finanziell. Es ist wirklich mehr für mich. Ein Wiedereinstieg lohnt sich aber auch aus einem anderen Grund, nämlich wegen der Pensionskassenversicherung. Der Finanzexperte Luca Dautscha klärt über die Voraussetzungen auf. Also die Pensionskassenversicherung für eine Frau, die wieder einsteigt ins Berufsleben, ist durchaus wichtig. Wie ist man pensionskassenversichert? Ab 21.150 Franken ist man pensionskassenversichert, wenn man so ein Einkommen generieren kann. Vom Verdienst her, man hat schlussendlich auch steuertechnisch immer mehr im Sack, als man vorher hatte. Das ist sicher so. Die einzige Einschränkung ist eben die Kinderbetreuung. Wenn die Kinderbetreuung extrem teuer wäre, muss man es können abschätzen. Und dort gibt es Möglichkeiten, auf den Banken auch entsprechende Vorsorgeberater beizuziehen, die ihm das wirklich kalkulieren können, ob das sinnvoll ist oder nicht. Wie sehen die nächsten Schritte aus, Daniela? Jobmäßig ist so wie das Zweitrangige. Ich habe wirklich den Luxus, dass ich gut ausgebildet bin, in einer Branche bin, wo die Fachkräfte wirklich fehlen. Ich habe sofort wieder einsteigen. Das ist, bei uns ist wirklich die Kinderbetreuung, die zuerst geschaut sein muss. Ja, man muss so die verschiedenen Varianten anschauen, was dann auch Sinn macht. Dass ich möglichst flexibel auch bin und dass ich quasi mit dem im Hintergrund kann, mich bewerben und sagen, weil das wollen die Leute immer wissen. Oder wenn du kommst mit Kind als Mutter, dann heisst es, ja, und was machen sie mit ihrem Kind? Und wenn das ausfällt, wenn das Kind krank ist, musst du immer noch so Varianten bringen.
Die richtige Betreuungsform hat auch die dreifache Mutter Andrea Janssen finden. Sie weiss aus eigener Erfahrung, was die Möglichkeiten sind und die jeweiligen Vor- und Nachteile. Ich denke, so die gängigste Form jetzt bei einem Kind ist sicher Kita. Dort hat man fixe Betreuungszeiten, man hat viele Betreuer, also man weiss, auch wenn jemand krank ist, dann kann jemand anders einspringen. Ab zwei Kindern kann man sich dann schon überlegen, ob eventuell eine Nanny Sinn macht. Weil ob man dann eine Nanny zahlt oder zwei Kita-Plätze, ist schlussendlich meistens etwa gleich viel, wenn man nicht einen subventionierten Kita-Platz hat. Gerade bei älteren Kindern macht natürlich eine Kita keinen Sinn mehr, sondern dort muss man sich dann wirklich überlegen, was braucht mein Kind oder wo muss es hin? Muss es in Sport gefahren werden? Hat es noch Hobbys? Dann braucht man sicher jemanden, der Auto fahren kann und der ganz flexibel abrufbar ist. Vielleicht auch mal an einem anderen Tag kommen. Und dann ist sicher eine Nanny oder eben so das Richtige. Martin, eben, du arbeitest 100%, du bist die Woche nicht daheim. Wenn sie wieder arbeiten würde, wie willst du deine Kinder am liebsten betreut haben? Ja, wichtig ist, dass es den Kindern vor allem gut geht. Und dass sie möglichst einem Ort sind und nicht mehrere Orte verteilt. Also, dass sie zum Beispiel eben könnten heimkommen und dann wären Nanny da. Oder dass sie könnten von einer Krippe aus in die Schule gehen und wieder dorthin gehen und dass dort nachher auch die Aufgaben gemacht würden. Oder dass die Nanny daheim die Aufgaben machen würde. Dass wenn wir nachher vom Arbeiten heimkommen oder du vom Arbeiten heimkommst, wirklich das Ganze erledigt ist. Daniela, Martin, merci vielmals für den spannenden Einblick in euer Familienmodell. Und natürlich alles Gute. Und jetzt bin ich sehr gespannt, eure Kinder zu kennen. Hallo zusammen. Hallo. Nein, nein. Hinter euch ist die Bucketlist. Daniela, du hast auch einen Wunsch draufgeschrieben. Kannst du den mal abnehmen? Was steht da drauf? Aktuelle Familienfotos vom Fotograf. Wegen dem habe ich jetzt hier eine Überraschung für euch. Ich möchte hier mal das Bändchen wegnehmen und lesen. Kannst du es abziehen? Also, was steht drauf? Ich bin am Mond. Nein, das steht nicht. Das steht nicht. Willst du lesen? Nein, ich will nicht. Da steht drauf, ein Gutschein für ein Familienfotoshooting. Das ist cool. Ja. Das haben wir von allen wieder. Danke vielmals. Auf ein ganz gutes Shooting, dass ihr eure Familie verewigen könnt. Und ich wünsche euch natürlich alles, alles Gute für die Zukunft. Auch vor allem für dich, Daniela, dass sich der Weg wird abzeichnen, dass du glücklich gut wieder arbeiten kannst und dass dir eine zufriedene Familie bleibt. Danke dir vielmals. Merci. Für mich heisst es Abschied nehmen von der Familie Munz. Es freut mich, dass Daniela den Entschluss gefasst hat, wieder in ihren Beruf einzusteigen, auch um sich selber zu verwirklichen. Die Familie steht jetzt aber vor der grossen Herausforderung, die richtige Form von Kinderbetreuung zu wählen, sodass sie den Berufs- und Familienalltag mit gutem Gewissen unter einen Hut bringen kann. So, wir sind am Rütihof und lösen unseren Gutschein ein. Fotoshooting, Familienfotoshooting. Gut. Da haben wir dich ja schon länger. So, unsere Männer sind dran für Bubenfinger. Okay, super. Ja, sag etwas. Nächste Woche bei Familienzeit einfach gemacht. Gibt es Abstriche, die ihr machen müsst, dafür, dass ihr so wohnen könnt? Ja, klar, wir könnten nicht mehr sparen, oder? Für ein Eigenheim. Mach mit beim Familienzeit-Wettbewerb und gewinne 10 Gramm Gold von Valiant. Wie bezeichnet man ein Kindermädchen?
A. Nanny oder B. Granny. Sende eine SMS mit dem Kennwort Familie A oder Familie B und deine Adresse an Zielnummer 920. Eine E-Mail an familiezieht@z1.ch oder rufe uns an unter 0901 595 597. Jeder Anruf und jede SMS kostet 90 Rappen. Diese Sendung wurde präsentiert von Valiant. Wir sind einfach Bank. Und familienleben.ch.